90% of the data in the whole world has been generated in the last 2 years. Uns ist oft nicht bewusst, wie viele dieser Daten wir zur Verfügung stellen, und schon gar nicht ist uns bewusst, was mit diesen Daten passiert. Aus Sicht einer Machtstruktur ausgenutzt werden kann. Sie erleben keine Grenzen. Sie erleben nicht, dass ihnen irgendjemand sagt, halt, stopp. Man ist eigentlich nicht der Nutzer, man ist letztlich die Ware. Ich glaube, wir stehen gerade vor einem ganz breiten Spektrum von Möglichkeiten. Unsere Gesellschaft ist im stetigen Wandel. Die fulminante Ressourcenkrise. Big Data im Gesundheitswesen beginnt jetzt. Grund- und Menschenrechte gerade massiv in Gefahr sind. Jetzt ist die Lernsituation komplett virtualisiert. Auch der Einsatz von den bisher bekannten Schulbüchern wird sich drastisch ändern. Bücher gibt es nur mehr als E-Books und völlig frei. Wir in einer virtuellen Welt leben und arbeiten. Wird Potenzial unnötig verschleudert? Also da ist ein extremes Potenzial an Menschen dann da, die ohne ihr eigenes Verschulden dann arbeitslos sind oder keine Tätigkeit mehr verrichten können. Das heißt, auch was da rauskommt, muss man der Gesellschaft wieder zur Verfügung stellen. Verschärfung der Kluft zwischen Arm und Reich. Der Worst Case ist, dass sich niemand darum schert und alle weitermachen wie bisher. Ne? Very little people know what's actually happening. Und die Unterbrechungsgesellschaft lösen müssen. Das ist eigentlich besorgniserregend, sage ich mal. Ja. Es wird wahrscheinlich wirklich sowas wie künstliche Intelligenz geben. Der Weg zurück ist unmöglich. Und es liegt auch in der Verantwortung von Informatikerinnen und von Informatikern, also von Ihnen.